Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt, der zuletzt mal wieder ein großes Monster erledigt hat. Also in gewisser Weise hat er seine Arbeit getan. Weitere Aufgaben stünden bereit, ganz in der Nähe auch. Aber ich denke, wir kehren erstmal wie geplant zurück zu unserem Weingut und schauen dort mal nach dem Rechten, was jetzt alles aufgebaut wurde. Das ist, glaube ich, noch nicht so viel gewesen. Ein Schleifstein, wenn ich mich recht entsinne, und ein Rüstungsreparaturtisch. Aber das bedeutet, wir können neue Dinge in Auftrag geben. Und das ist auf jeden Fall interessant. So, ich denke, die Gegend hier ist so offen, dass wir auch mal ausnahmsweise querfett einreiten können, wenn wir unten dort hier an den Wiesen angekommen sind. Ich würde sagen, das machen wir genau so. Aber ich sehe gerade, da sind irgendwelche Wildhunde. Oder was ist das? Was ist das für ein Viech da? Oder nee, das sind Panther, ne? Ah, verdammt. Von wegen. Oh mein Gott! Was hat der denn getan? Habt ihr das gesehen? Das ist ein Riesenviech. War die schon immer so groß? Wahrscheinlich ja, ne? Ich hab's nur noch nicht so wahrgenommen. Uiuiuiui. Und ein Schlag tut auch richtig weh. Ja, vielleicht ist das so querfett einreiten doch nicht so die beste Idee. Aber ich würde sagen, das ist mal Zeit für eine schöne Knödel. Und in Kombination mit unserer jetzt gesteigerten Gesundheitsregeneration dürfte das jetzt ganz gut wirken. Okay, Richtung stimmt. Wir reiten mal weiter. Es wird auch abends, ne? Ja, genau. Das heißt, wir können vielleicht erstmals auch dort schlafen, das Bett benutzen. Ich glaube, das war möglich. Das ist etwas, was ich ein bisschen vermisse, dass man nicht sich in Hotels so einmieten kann und dann einfach ins Bett gehen kann. Das fände ich eigentlich für die Immersion noch sehr, sehr schön. So, hier ist jetzt mit Querfett einreiten ein bisschen schwieriger, weil ja hier überall Felder sind. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten machen. Ich versuche es einfach mal. So, dort unten diese Windmühlen. Das da ist unsere Richtung. Ja, schaut mal, hier sind keine Felder. Das ist also hier auch noch machbar. Viele kleine Pfade durchkreuzen hier das Gelände. Hauptsache die Richtung stimmt. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt auch keine Knödel mehr essen, weil wir ja gleich zu Hause sind. Und dort uns schön ausruhen können. Na, kann man hier runter? Das ist ein bisschen gefährlich, aber es geht. Ist das schon unser Heim hier? Bin ich schon da? Tatsächlich, ich habe noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür. Aber wir sind da. Schauen wir mal. In den letzten Stunden dieses wunderbaren Sonnenuntergangs sieht alles besonders hübsch aus. So, was hat sich denn hier getan, Leute? Meiner Zeit hat es selber Schuld, Scheiße läuft. Einmal starb einem Ritter das Pferd weg. Da ist er nicht ausgestiegen, sondern hat sich einen Esel von einem Bauern gemietet. Und was soll ich sagen? Er hat mit diesem Esel den Sieg errungen. So, das hier ist neu, wie es aussieht. Schaut mal. Das sieht richtig, richtig gut aus. Habt ihr toll gemacht. Was ist das für ein Wappen? Das kommt mir jetzt nicht so bekannt vor, ist aber nicht so schlimm. Hier ist der Rüstungstisch, da ist der Schleifstein. Die Arbeit bleibt bestehen. Also eine richtige kleine Schmiede, das ist schön geworden. Okay, gehen wir mal hoch und sprechen mal mit unserem Haus- und Hofmeister über die nächsten Schritte. Irgendwas liegt in der Luft. Ui, wartet mal. Ja, ach so, wir haben doch mehr in Auftrag gegeben. Das sieht ja jetzt schon richtig gut aus. Oh mein Gott, der hat ja gezaubert. Erinnert ihr euch noch, wie verlottert das aussah? Krass, ich bin wirklich beeindruckt. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch mehr Rüstungsständer, wenn ich das richtig sehe. Zwei weitere. Und mehr Platz für Bilder. Naja, wir sprechen erstmal mit ihm. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr.
Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Aha. Okay, ja klar, gehen wir mal sofort hin. Das ist ja toll. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komm ich. Gut, ich dachte, er geht vor, aber dann gehen wir wohl mal alleine hin. Er bleibt hier stehen. Wo der Keller ist, wissen wir eigentlich noch. Wenn es der Keller ist, an den ich denke. Ja, hier. Was ist das denn hier noch? Ach! Ach, wie cool. Das habe ich ja noch gar nicht wahrgenommen. Wir können hier sogar eine kleine Statue aufbauen. Ist ja witzig. Eine Reginald-Statue. Und was ist das hier? Hier wird getöpfert. Einfach so. Naja, gut. Wir gehen in den Keller. Was ist hier los? Erstmal, was ist hier drin? Schöner Wein. Aber ich würde sagen, den lassen wir dann auch hier drin. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ja, ganz offensichtlich. Das gucken wir uns gleich an. Ich schaue erstmal hier links und rechts, was sie hier getan haben. Okay, das ist normaler Weinkeller. Fässer mit unterschiedlichen Größen. Auch nichts Besonderes. Wir könnten dann auch hier Wein mitnehmen. Aber wir lassen ihn hier noch ein bisschen reifen. Okay, ein Sack. Auch Wein. Holz, Korken, Wasserflasche, das nehmen wir einfach mal mit. Schön hier für die Flaschen. Reichlich angestaubt, ein paar gute Tropfen. Hier zum Rebenpressen, direkt unten im Keller. Mhm. Ein Shiraz. Da geht's dann noch weiter. Aber alles sehr, sehr aufgeräumt. Also ich muss sagen, die haben keine halben Sachen hier gemacht. Das hätte ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so erwartet. Okay, das ist hier der Bereich, wo es zu dem Kampf gekommen war. Schauen wir uns hier auch nochmal um. Das Feuer knistert hier richtig. Warum die Weine allerdings hier in Säckchen liegen, verstehe ich auch nicht. Das ist noch Freiraum für weitere Flaschen. Okay. Und hier? Was hat das für eine Bedeutung? Ist das so eine Art Aufzug? Damit man da hoch kann? Bin mir nicht ganz sicher. Gut, das ist alles nur Lagerraum, Lagerraum. Da oben lagern irgendwelche Kisten. Ja. Nun gut. Okay, hier scheint nichts mehr Besonderes zu sein. Aber wir haben ja diese geheime Kammer, die wir uns noch anschauen können. So, jetzt bin ich aber gespannt. Oha, was ist das? Ein kleines Labor? Ich meine, sie hätten das auch ruhig ohne mich aufmachen können. Da ist ein Gerippe mit dem Helm. Okay. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Okay, haben wir jetzt auch ein eigenes Alchemie? Ah. Oh mein Gott, wir können die zerlegen. Oh, das ist ja super mächtig. Krass. Es gibt ja Mutagene, die man so nicht einfach verwenden kann. Aber wenn man die jetzt zerlegen kann, dann komme ich ja zum Beispiel an rote Mutagene. Das ist ja unglaublich. Das ist ja fantastisch. Ich mache das einfach mal. Ich glaube, ich weiß, dass man die Mutagene auch für Absude benötigt, aber ich habe eigentlich immer wieder die Absud-Rezepte gecheckt und ich habe da keine Interessen an weitere Absude, die vermüllen nur das Inventar. Und die Effekte sind zu vernachlässigen. Die wir haben, die reichen eigentlich. Insofern, ich war, glaube ich, scharf auf ein weiteres rotes Mutagen. Aber, liebe Leute, das gucke ich mir kurz nochmal an. Nicht, dass ich da jetzt was Falsches mache. Gehen wir kurz hier nochmal rein. Und dann schaue ich mal, was ich hier als nächstes erreichen will.
Blutbad. Jeder tödliche Hieb mit einem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest, außer durch Toxizität. Okay, gut, also das mit dem tödlichen Hieb ist irgendwie so ein bisschen irrelevant, aber jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, ist schon stark, ne? Wir könnten vielleicht auch hier weitergehen. Jeder Toxizitätspunkt erhöht Schwertschaden und Zeichenintensität. Ja, dann müsste man stärker auf diese Toxizität achten. Ich meine, am Ende wollen wir das alles, aber wir haben hier schon, wir haben nämlich noch 3 Fertigkeitspunkte. Das ist jetzt der Knackpunkt, die wir jetzt einsetzen könnten. Ich glaube, ich mache das. Ich werde jetzt kleine rote Mutagene herstellen, sodass wir ein großes produzieren können und dann das noch freischalten können. Und das aktivieren wir. Ich glaube, das ist... Wobei, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Schaut mal, das ist doch auch super stark, oder? Lese ich das falsch? Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Okay, das ist nicht so relevant, aber 25% mehr Schaden und an Monstern. Das heißt, allgemein 25% mehr Schaden ist eigentlich besser als Blutbad. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil da müsste man jetzt, na gut, okay, man müsste ab dem 5. Treffer ohne einen Schaden zu bekommen, macht man dann auch mehr Schaden. Und man kann das bis auf 250% stacken, das ist schon super mächtig. Wir machen das mal, wir nutzen Blutbad und stellen das jetzt mal her. Also ich zerlege jetzt alles rote Zeug hier. 4. Eigentlich könnte man hier alles zerlegen direkt für die weiteren Sachen. Weil, wie gesagt, ich denke, ich brauche die nicht mehr. Aber wir belassen es jetzt erstmal bei denen. Und gehen dann gleich mal in Alchemie rein. Das kann ich, glaube ich, ja selbst machen. Und gucken wir mal, für ein großes fehlen uns 2 mittlere. Das heißt, wir brauchen jetzt nur rote Mutter. Halt, nee, das ist das. Genau, das können wir jetzt problemlos herstellen. Okay, also Mutagene sind ja jetzt gar kein Thema mehr. Sehe ich gerade, das ist ja wirklich... Super. So, damit haben wir jetzt ein großes. Und damit werde ich das hier freischalten. Und das Ganze auch aktivieren. Okay. So, wir haben weiter das rote. Bloß halt einen anderen Effekt, nämlich Blutbad. Das heißt, möglichst keinen Schaden bekommen. Und dann ist jeder Schlag, jeder Treffer macht immer mehr Schaden dann. Schon stark. Wir wissen auch noch, von wem es hier vielleicht errichtet wurde, dieses Labor. Julius Barngarfs Brief. Was hat es damit auf sich? Lieber Finder dieses Briefs, mein Name ist Julius Barngarf und wenn du diese Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Stands und der Verbindung meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Ban-Art geschickt, die berühmte Magierschule. Doch diese Studien habe ich nie abgeschlossen, denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande. Stattdessen brannte mein Herz für organische Alchemie. Dieser wundersamsten aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet und der Tisch, neben dem du jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte dir diese wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinem Rat, lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zu Verletzungen oder gar zum Tod führen. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist dir Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlagen des Alchemietisches, den ich entworfen habe, erklären. Vielleicht hätte man das zuerst lesen sollen. Kurz gesagt handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept und die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagenen, die Monstern entnommen wurden, in gewöhnlichere Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass das möglich ist. Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kennst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten. Ansonsten wird dir deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen.
Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckung vor der Welt versteckt habe, warum ich mein Rezept nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachrichten gezeugt, keine Nachfahren gezeugt, Nachrichten schon, und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen herbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und leb wohl, Julius Bangaf, Alchemist. Sehr schön. Eine sehr, sehr hilfreiche Erfindung. Was finden wir denn hier noch? Ach, krass. Wir können hier ohne zu schlafen Bombentrecker mal eine zusätzliche Ladung erhalten. Ernsthaft? Wartet, das müssen wir prüfen. Tatsächlich, 666, krass. Oh mein Gott. Rafat hat jetzt auch 4. Und die Bomben, ich bin beeindruckt. Okay, wow. Meine Güte, was für eine Entdeckung. Das ist echt hilfreich. Gut, mehr scheint es nicht zu geben, aber das war ja auch schon wirklich viel. Hervorragend. Dann gehen wir mal zurück ins Haus und widmen uns noch ein bisschen der Dekoration. Beziehungsweise, ich bin erstmal neugierig, was jetzt weiterhin möglich sein wird. Gott, dieses Essen, das ist so einladend. Wie machen wir weiter? Haushofmeister. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Wengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hoch erfreut, dass du es entdeckt hast. Also wirklich. Ach, ich habe schon vergessen, dass wir auch mit ihm Gewinn spielen können. Das ist ja cool. So, aber wir wollen weiter renovieren. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Ja, das hängt jetzt ein bisschen vom Preis ab. Wir haben nur noch 6.000 Kronen im Moment. Wir könnten einiges verkaufen, aber wir waren ja jetzt nicht mehr zurück in der Stadt. Wir gucken mal, was so möglich ist. Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Boudus Garten hergerichtet werden. Mhm. Kräuter im Garten, Plötze, Stall. Das ist natürlich an Plötze jetzt als nächstes zu denken. Fände ich eigentlich ganz gut. Gucken wir mal, wie toll das ist. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. 2000. Bonus auf die Ausdauer des Pferdes. Ja, komm, das machen wir. Plötze hat auf jeden Fall jetzt Vorrang. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen, doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Okay, es macht so ein bisschen den Eindruck, ich glaube, das erste war jetzt 1000 Euro
1000 Euro sage ich schon, 1000 Kronen, jetzt 2000, also 1000 Kronen ein Tag, 2000 Kronen zwei Tage. Vermutlich geht das immer so weiter. Wenn das der Fall ist, dann könnten wir jetzt drei Sachen machen. Gucken wir mal, was die Kräuter im Garten kosten. Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Bourdieus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Okay, ja, scheint zu sein. Oh, Fähigkeit, Kräuter zu sehen. Okay, könnten wir da vielleicht die Kräuter, die uns bisher fehlen. Es gibt noch so ein, zwei, drei Sachen. Oh, ganz cool. Ja, machen wir mal. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in zwei Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Also zwei Tage, 2000, so wird es sein. Dann gucken wir mal, was im Haus noch möglich ist. Ich vermute, es sind auch zwei Sachen und davon können wir uns jetzt noch eine leisten. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Okay, das ist jetzt das ist jetzt deutlich mehr, als ich erwartet habe. Ich finde, ein gutes Gästezimmer hätte jetzt Vorrang. Also unser Bett reicht, glaube ich, für uns. Kümmern wir uns darum erstmal. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Genau, das ist auch mein Gedanke. Oh, das kostet nur 1000. Gut. Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in zwei Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Gut, das geht jetzt gegen das Konzept. 1000 und zwei Tage. Das könnte aber sein, weil es vier Sachen sind, dass die jeweils 1000 kosten, dann sind wir auch wieder bei den 4000. Insofern könnte es sein, dass wir doch noch was machen können. Dann nehme ich jetzt doch das bessere Bett, weil Waffenstände und Rüstungsstände finde ich jetzt nicht so super wichtig. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Ja, Bonus auf Vitalität. Oh, nicht schlecht. Nehmen wir. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich finde es ja wirklich entzückend, wie die beiden miteinander reden. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Sehr gut. So, jetzt werden wir mal die Rüstungsständer belegen. Und zwar, da nehmen wir jetzt die Bärenrüstung, die wir doch relativ lange getragen haben. Perfekt. Dann haben wir doch noch Plätze für Gemälde. So. Das Schild Ravix von Vierhorns könnten wir jetzt hier aufhängen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Machen wir das mal. Und hier kommt Ciri hin. Dieses etwas merkwürdige Bild von ihr. Ja, sehr schön. Okay, aber wir haben, glaube ich, wir haben noch mehr Plätze. Schaut mal. Kann hier auch noch was ran? Das ist auch noch ein Waffenständer. Oh, das ist cool. Dann können wir die wir jetzt nicht mehr nutzen, nämlich Iris, hier platzieren. Da wird wahrscheinlich immer nur eine Waffe rankommen. Pass mal auf, hier würde es dann aber besser passen, wenn wir hier bei den Waffen auch dieses Schild haben. Das gefällt mir besser. Das machen wir dann nochmal anders.
So, und jetzt haben wir... Ja, das Bärensilberschwert kommt dann hier hin. Okay. So, gut. Das wäre es dann hier. Wir schauen nochmal weiter. Da muss natürlich jetzt noch ein anderes Bild hin. Das Problem ist, dass Siri im Hochformat ist. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich ein anderes Hochformatbild hin. Dann machen wir dieses hier hin, was nicht so richtig passt. Eigentlich sieht die ziemlich düster aus. Vielleicht gibt es noch einen besseren Ort für Ciri. Müssen wir mal gucken. Okay, hier gibt es jetzt erstmal nichts zu variieren. Wie sieht es denn jetzt oben aus, nachdem das Ganze hier saniert wurde? Oh, das sieht aber auch schon deutlich besser aus. Toll. Hier ist noch Platz. Sehr gut. Kommen wir da irgendwie hin? Auf legale Art und Weise? Ne, da müssen wir auf den Tisch springen. Was machen wir hier? Sternennacht über dem Ponta. Der Palast von Beauclair. Ein Ritter kehrt heim. Arethusa bei Sonnenuntergang. Wir hoffen ja, dass hier vielleicht Yen mal herkommt. Wobei, es ist sehr düster, ne? Wobei, Yen wird dann sicher nicht im Gästezimmer schlafen. Das ist auch eine schwachsinnige Idee. Nochmal anders. Kann ich das nochmal ändern? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Wir machen dann den Palast von Beauclair. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Was heißt denn hier lesen? Aha, so kann man sich die Bilder auch nochmal anschauen. Okay, ich denke, innen haben wir dann jetzt alles gesehen, außer unser eigenes Zimmer. Und da können wir noch eine Rüstung jetzt nehmen, die wir hier noch platzieren können. Aus der Truhe irgendeine Rüstung, die für uns von Bedeutung war. Mal sehen. Hat sich hier auch was verändert? Ja, definitiv. Die Kammer sieht, glaube ich zumindest, deutlich angenehmer und aufgeräumter aus. Aber bin mir nicht ganz sicher. Okay, Trophäen können hier noch ausgestellt werden. Wir haben keine mehr. Dann haben wir jetzt hier noch unsere Truhe. Da müsste ich sowieso ein bisschen was umdisponieren. Also, ich denke, die Bärenarmbrust benötigen wir nicht mehr, aber ich will sie auch nicht wegtun. Das Bärenstahlschwert bringen wir auch erstmal in die Truhe. Den Rest können wir verkaufen. Das ist eigentlich schon alles hier gewesen. Was wir auch noch ablegen können, sind, ja, verkaufen wir die Dinger, die Trophäen. Ich habe sie, glaube ich, zuletzt immer verkauft. Ne? Haben wir hier noch alte Trophäen? Oh, nee, ich habe sie nicht verkauft. Na komm, dann packen wir sie auch rein. Ich glaube, manche Trophäen habe ich verkauft. So, welche Schwerter sind dann für uns von irgendwie von Relevanz noch gewesen? Beziehungsweise, nee, welche Rüstung? Das erkennen wir darin, was hier mit Slots besetzt ist. Die Greifenrüstung haben wir relativ lange getragen. Scheint mir jetzt die einzige zu sein. Katzenrüstung und die Wolfsrüstung. Ja, nehmen wir mal die überlegene Greifenrüstung. Und bauen die auch noch auf. Oder was haben wir denn noch? Das sind Sachen Hexenjäger-Ausrüstung. Nee, die werden wir uns nicht hinstellen. Gibt es sonst noch irgendeine besondere Erinnerung? Vermutlich, aber meine Erinnerung ist nicht die beste. Wir nehmen die überlegene Greifenrüstung. Also, da haben wir die Handschuhe, die Hose, die Stiefel und die Hauptrüstung. Ist doch in Ordnung. Damit hätten wir alle Bestandteile und die platzieren wir auch noch. Also ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet, wie das hier hergerichtet wird. Und zwar in so kurzer Zeit. Ganze Arbeit geleistet. Gut, dann schlafen wir jetzt mal. Und ich bin gespannt, ob sich da noch was ergibt. Benutzen. Das haben wir, glaube ich, noch nie getan hier, ne? Dein Bett muss noch ersetzt werden. Was? Weil es jetzt umgebaut wird, kann ich nicht schlafen? Oh nein, wie tragisch ist das denn? Dann hätte ich den Auftrag erst... hätte ich den auslösen müssen, bevor ich geschlafen habe. Das heißt, wir müssen hier... Ach komm, dann gehen wir auch raus. Wir werden hier kein Lagerfeuer machen. Ach so, was ist hier eigentlich? Ist da möglicherweise noch was Spannendes? Questbücher.
Aber das ist doch das, was wir auch in unserem normalen Inventarmenü, beziehungsweise im normalen Menü haben. Da ist, glaube ich, nichts Neues dabei. Gut, also verbringen wir hier die Nacht. Es ist, wie es ist. Das Wetter ist ja auch gut. Warum sollte man im Bett schlafen? Geh zu einem Ritter und sag Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Sie ist auch so richtig. Sie ist eigentlich hier die perfekte Hausangestellte. Nämlich in einem Rittergut ohne Ritter. Nämlich mit uns. Ich glaube, das gefällt ihr ganz gut. Ach, warte mal. Wir können ihn auch benutzen. Kriegen wir auch den Ausdauereffekt? Nee, schade. Wir stecken die Statue dann einfach nur wieder ein. Wir hier immer brauchen. Ich hab noch was zu tun, bevor es dunkel wird. So, wo ist denn Plötze? Da ist Plötze. Okay, alles klar. Du wirst dich erstmal freuen, wenn hier ein neuer Stall entstanden ist. Was ist der Plan? Wir haben jetzt natürlich jetzt im Moment nicht viel erreicht. Wir werden zumindest nochmal in die Richtung des Ortes reiten, den wir weitermachen werden. Aber was ist es? Die Insel, denke ich. Die Insel im Lac Selavi. Auch schön. Oder reiten wir erstmal nordwärts? Nö, ich würde sagen, das ist unser Ziel. Kommen wir erstmal an dem See an. Und dann sehen wir weiter. Ein Hexer könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. So, die Frage ist, wie wir da am besten hinkommen. Okay, wir müssen eigentlich über den Fluss rüber. Okay, ich kenne mich hier noch nicht wirklich gut aus. Ich merke gerade, das war jetzt nicht so clever. Der Weg über den Fluss war ja nördlich des Weinkels. Und jetzt sind wir komplett von ab. Besser. Wenn ich nicht nach Rotwein rieche, denkt mein Weib, ich bin es nicht. Versuchen wir mal, unseren Weg hier nochmal neu zu finden. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Oh mein Bitte, Gott. Nur zu. Du bist ja jung und hast Geld. So, also einmal ums Grundstück herum. Was das da links oben noch für ein Effekt ist, ich könnte mir vorstellen, so ein allgemeiner Effekt, weil wir jetzt hier auf unserem Gut übernachtet haben. Bin mir nicht ganz sicher. So, aber ich glaube, ich reite gerade schon wieder falsch. Aber wir können ja jederzeit hier die richtige Richtung einschlagen. Da ist Beauclair, da wollen wir offensichtlich nicht hin. Das dort ist unsere Richtung. Solange das Gelände offen ist, reiten wir einfach mal auf direktem Wege. Okay, hier geht es im Hohlweg. Aber der führt uns nicht in die richtige Richtung, also hier weiter. So, was haben wir denn hier? Da sind irgendwelche Viecher, das sind was auch immer das ist. Hier ist eine kleine Brücke und so eine alte Tempel. Gucken wir uns das kurz mal an. Alte Fässer. Scheint aber nichts Besonderes hier zu sein. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Einmal schauen. Okay, wir sind an diesem Fluss. Den kann man komplett runterreiten. Wollen wir nicht. Aber die Richtung stimmt. Da kommen wir zum See. Wo wollt ihr denn hin hier? Gemeinsam als Grüppchen. Hurenbock. Ja, entschuldige, das war wirklich nicht freundlich von mir. So, die Landschaft wird ein bisschen wilder, zumindest rechts. Da geht es deutlich ins Gebirge. Interessant.
Da sehen wir irgendwie, was ist hier los? Eine Dame am Straßenrand. Noch so ein schmutziger Kerl. Braucht ihr Hilfe? Schmutziger Kerl. Wir sahen schon mal schmutziger aus, Bäuerin. Okay, die arbeiten hier einfach nur. Nichts Bemerkenswertes. Weiter geht's. Noch so ein schmutziger Kerl. Ach, schau mal, wir sind schon da. Das ist dieser See. Okay, den habe ich mir tatsächlich komplett anders vorgestellt. Lac Selavie. Gorgo-Ausläufer. Möglicherweise ist da oben. Ist das da oben, das Gorgo-Gebirge? Könnte sein. Okay. Wisst ihr was? Wir schauen nochmal, worum es hier eigentlich geht, was uns hier erwartet. An einem Anschlagbrett in Toussaint fand Geralt den Aufruf zu einer Tugendprobe. Der mysteriöse Verfasser des Aufrufs lud jeden ein, der es wagte, auf einer Insel im Lac Selavie zu erscheinen und dort die Tugendhaftigkeit seines Charakters unter Beweis zu stellen. Wer die Prüfung bestand, sollte eine Belohnung erhalten. Geralt hielt sich zwar nicht für sonderlich tugendhaft, aber den Aufruf fand er interessant. Er beschloss, die Insel aufzusuchen und herauszufinden, um was für eine Prüfung es sich handelte. Sehr schön. Das haben wir getan. Naja, erstmal haben wir den See aufgesucht. Das nächste Mal werden wir dann uns dieser Prüfung stellen. Und ich bin gespannt, ob wir bestehen werden. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.